Moin Moin Kapitän, es geht weiter. Ich habe mit uns einen kleinen Heino-Dingsbums bisschen gesprochen und sagen, drück mal bitte auf den Knopf. Und der Shark und der Michel ist auch da und der kleine Sniper hier. Hallo. So. Das kriegst du zurück. Hallo. Das kriegst du Hallo. immer zurück. Wenn ich dich sehe, dann hoffentlich kriegst du von mir eine Detonation. Ey, da schwör auf ihr Wiki-Gott hier. Schwör hier auf Gesundheits-Gott hier. Nein, diesmal. Du willst mich detonieren lassen? Habe ich doch die Knöpfchen für. Shark, Das passiert nicht. Shark, wir haben den gleichen Setzen 46 in uns, also diesmal als Gegnerteam. Das ist der Aha. gleiche Vogel nochmal. Ja. Ja, super. Den Und ihr wir eben haben den hattet. Pui-Clan. Ist das ein Ja. Pui-Clan? Ich meine, Worship nennt sie, heißt irgendwie Pui-Clan. War egal. Da gibt es mehrere. Ja? Der hat halt da am Anfang Unterstrich und dann Minus hinten dran. Gibt's einen wahren Clan davon? Oh. Ja, mal gucken, was hier abgeht. Ich ducke nach C. Ich fahre nach B runter. Warte mal. Nur die Messi mit Radar. Was ist mit 46? Das Ding hat Hydro. Oh, und wir haben Ja, Roma im und die Gegner. Shumu könnte Radar haben. Wird sie aber nicht. Ja. Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, das wäre makaber. Eine schreibt BC! Yay! Wuhu! Ein Kuh fürs was du im Kopf hat. Komm, für die sagst du, musst du mal loben. Gutes Spiel. Alter, wie ist ein Was? Zehner mal mit Verstand sagt, hier BC angreifen, fertig. Die fährt die Giri nach C oder was? Die Akatsuki auch. Ich krieg zu viel. Was wird das da oben hier Bein? BC wird gemacht. Und wird auch gemacht. A wird ignoriert. Ich kann nicht mehr sprechen mehr. Ich brauche die besseren Torps für meine Und Fletcher noch. du denkst, du bist nicht unser nicht Gegnerteam. Oh, ist das nicht traurig? Warum wolltest du mich nochmal? Nein. Also nicht traurig. Das genügt schon. Ach Sag mal, wie die ja. richtige Höhe oder auch nach Dings fahren? Warte, ich krieg ja zu viel. Alter, der stärkste die Akatsuki ist sowas von geil. Das Ding ist sowas von DD-Killer. Und der Fett muss um den herumfahren. Wenn der Arschkarte hatte, kriegt er noch die 46 von der Nase. Hier ist übrigens irgendwas drinne jetzt. Aber nicht in C. Nee, doch, ein B. Irgendwas. Was für die Idee sehen. Gletscher ist schon mal oben. Okay, wo ist jetzt auch was jetzt drin? Prinz Eugen könnte unter Umständen Hydro dabei haben. Macht nichts, 14 Kilometer entfernt. Oh, das ist weit genug. Bundes sind für alle Cap. Okay, ich bin entdeckt. Ich bin entdeckt. Ich bin entdeckt. Okay, Die gleich ist Shung Mu es. ist bei mir. Das ist okay. Dann müssen die Chim oder Kagiro haben hier bei uns. Jetzt brauchen wir die blöde Dings-Acke, die Akizuki hier bei uns. Ich kann übrigens auch halbwegs schießen. Aber die Geschütze landen viel zu lange nach. Ist ja doof. Warum schießt er denn mit seinen Torps auf mich? Es könnte sein, der wollte dich wir haben die Shima. Seid Der mal hat den glücklich. Nebel dachte vielleicht ist ein Kreuzer drin. Dass du nicht Wo allein bist. uns haben wir die Shima hier bei uns rumtümpeln? Alter, 46. Oh, jemand.
aimt auf mich. Bin ich wieder unsichtbar. Ach, Trisch. Das ist übrigens auch oben bei. Aber warte mal, die Shimakaze wurde doch überarbeitet. Oh, die Shungmu ist wieder da. Geh einfach in den Ackerwurm und kloppt die mit Torpedos weg. Kann ich nicht, ich habe die Torpedos eben schon im Nebel losgejagt. Okay. Dann muss ich hier spotten oder was? Aber er versucht schon wieder mich zu verschrecken mit seinen Torps irgendwie. Es gibt Leute, die vergessen das jedes Mal sofort. Warnmeldung ist ja auch im Endeffekt dieselbe. Aber du hast den Ding gleich kaputt, das ist viel besser. Ob's dir versenkt. Nice. Dankeschön. Bitte. Schön. Jetzt muss ich spotten für die Z46. Ich krieg ein zu viel. Muss doch irgendeine Insel sein. Wo ist Chapirot? Ich bin offen. Der Use-Radar. Bagger. Also die Missouri und die Z46 sind am oberen Ende. Das ist schon mal gut. Das ist hier eigentlich nichts, was uns irgendwie auch noch ansatzweise gefährlich werden kann. Republik bewegt sich ja kaum Millimeter. Nee. Gegner. Habe ich auch schon festgestellt. Weiß auch schon, auf was ich als nächstes gehe. Zugehen. Au. Such den Rückwärtsgang zu wechseln. Wir treffen wir nicht. Diesmal bitte auf irgendwas anderes, dann torpe ich ihn gleich raus. Okay. So. Solange er denkt, dass er da geschützt steht, ist alles gut. Ja, die Noise ist auch beim Wasserfeld. So, dann will ich mal das ihn auch gleich erschrecken. Das steht so. Also. Die Kurve bewegt sich auch kaum Millimeter. So das Gefühl. Ist. Naja, immerhin 4 Treffer, ein Wassereinbruch. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, ja, die bewegen sich nicht. Ja, dann hat sie so hingestellt, mir Torps, die mich attackieren kann. Wow, war bloß. So, jetzt kannst du auf irgendwie... Eigentlich brauchen wir nur noch die Fan. So wie eben. Was? Oh, ich muss mal einmal glauben, Kufis mal small. Komm, und. Die
diesen blöden Flieger, was da rumgeistert. Wofür ist er keine Freizeit? Danke. Und nächster Treffer. Was ein Buch. Schön. Und Smog. Alter Kuff, es gibt Gas! Willst du mich verarschen? Ich setze für ihn Smog, ey. Ich krieg einen zu viel. Ich setze Ex seine Smog. Aber die Roma stirbt. Für mein Teamkamerad und er nützt das für mich mal. Wäre doch auch langweilig. Du, er kann durch ihn. Wäre doch geschützt. Ja, du, aber wenn der Nebel steht, die Sekretäre kann rausschießen. Der wird nicht aufgedeckt. Wurde geradert, Kit. Wahrscheinlich eher gehydrot. Ja, gehydrot als vorbei. Ah, ich hab die relativ gut abgeschmissen eigentlich. Jupp. Die zweite Seite ist rausgelassen habe. Da geht nicht alle vier, oder? Alter. Schön. Jawohl. Der hat mich 10k reingedrückt. Das ist bescheuert. Und wir, es leben immer noch 2 Zerstörer. Schade, aber auch die Torps hätten auch noch getroffen, meine. Ja, aber ich habe übrigens auch noch was eingebaut. So, jetzt kann ich keinen Zerstörer attackieren mehr. Aber sag mal, die 8 Kilometer sind schon geil, aber es ist schon sehr aggressive Spielweise schon. Aber ich finde, das macht wenig Sinn, jetzt noch die Zerstörer zu attackieren. Warum nicht einfach defenden? Okay. Ich hol mir mal die Yamato. Weil die Hipper anscheinend wieder wegfahren. Hol ich mal die Yamato. Schon mal breit sein, nur auch nicht schlecht. Alter! Die Giering hat mich vor mir gerade getroffen. Jawoll! Wir haben beide das Schiff, die ich bekomme. Lol. Lol, Giering. Wir haben beide das Kill geholt. Ist nur eine Republik übrig. Alter, wo, die Giering ist ja voll! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch nicht wahr sein. Da habe ich meinen Schnitt nach unten gezogen. Aber relativ schön sehr viel EP bekommen. Oh, guck mal da an, wie sie Blitze fällt, Alter. Diese Akkelzucke, ey. Schön beieinander. Du hast 3 Kills gemacht. Du hast fast einen Krag gemacht, lol. Naja. Er hat mir ja auch die ganzen Kills vor der Nase weggeschnappt hier. So was wie Kills klauen gibt's doch nicht. Ja, ich weiß.
ich habe 4 Torpedotreffer, habe ich 52.100, was aber kann man sagen, fast 200 gemacht. Alter. Und über die Roma, ein Torpedotreffer, Wasserbruch. Der nächste Treffer, auch Wasserbruch. Das Rest hat das Wasser gemacht. Okay. Also da müssen welche für die Gegner AFKs gewesen sein. Zumindest habe ich das Gefühl bei der Republik. Die waren nicht AFK. Die nicht, die ist aber gefahren zwischendurch. Aber der Kurfürst ist erst später gekommen. Der ist die ganze Zeit stehen geblieben. Noch 34.000, dann habe ich ein, da habe ich ein OP-Schiff in meinem Hafen. Die Shima. Die ist nicht OP. Nee. Aber wenn nur auf den billigen Plätzen. Aber wenn du so siehst, dazu mit den Torpedobeschleunigung. Hat das eine Torpedobeschleunigung überhaupt? Nein. Nein. Schade. Aber das wäre OP. Das wäre OP. Warte mal. Ja, richtig OP. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich spiele mal ein bisschen rum. Wenn man das Ding mit Torpedobeschleunigung spielt und das dreimal, sag mal, drei Schieben haben dreimal Torpedobeschleunigung. Das sind, warte mal, 15, 16 Torpedos von drei Leuten. Und das auf einen Riesenfleck, wo die ganzen Schiffe sind. Alter! Ey, das wäre voll. Das ist schon so heftig genug. Du hast ja 45 Torpedos. Du musst. Das sind 15. Wenn du mit drei Schimas losfährst. Warte mal, 15 sind 30, ja, 45. Dazu noch mit. Als Beispiel nur wirklich mit Torpedobeschleunigung. Wenn es ja klappt, über 16 Torpedos im Wasser, ja. Und das wäre ein bisschen krank. Dann würden die Leute ja nur Schima spielen, ja. 90 Torpedos in einer 3er-Division auf einmal. Ja, so, doch. Boah, Alter, wir sind ja knapp 100. Alter, das war ein bisschen krank. Naja, aber ich meine, es kriegen so schon genug Leute hin, mit den Schimas irgendwelche Teammitglieder rauszuballern. Das stimmt. Aber ich habe letztens im gewerteten Gefecht eine Runde gehabt. Da habe ich da war im Gegnerteam eine Shimakaze, die hat zwei verbündete Shimakazes auf einmal rausgeballert. Die waren auf einmal mit einem Schlag drei Leute weniger. Okay, das ist ein bisschen heftig. Ja. Ja, wenn du so siehst, halt mit Torpedobeschleunigung, das wäre schon ein bisschen krank. Das würde schon recht gehen. Da will ich ja. Sehe, Jigu hat ja das Modul hier. Nee, warte mal. So bei Nebel. Und wenn das Shima das auch hätte, wäre er schon ein bisschen krank. Aber es wäre lustig. Das wäre richtig eine lustige Runde. Aber dann würden wahrscheinlich hauptsächlich nur noch Leute Shima spielen. Dann hätten Leute immer keinen Bock mehr. Ja, aber auch nicht so viel, ne? Also ich meine jetzt mal ehrlich, sie ist halt. Ja, aber ist okay, ne? Aber es ist halt nicht gerade der stärkste, den du dir holen kannst. Die wurde überarbeitet. Die hat bessere Tarnwerte. Ich glaube, die hat immer so ein Tarnwert von der Yugumo, glaube ich, um den Dreh. Aber sicher bin ich mir nicht. Aber ist auch egal. Wir sagen, wir beenden mal eine nette Runde. Diesmal ist unser lieber Sniper nicht dabei gewesen, unsere Runde zu versauen. Nee. Ja, Mann. Und ich denke mal, es wurde angekündigt, die, es wurde angekündigt, die, ja, amerikanischen Baum wurde jetzt angekündigt, es wird kaum der nächsten Patch, wird das, ja, geändert. Das heißt, Marulins wird auf Stufe 8, Stufe 7, dafür kriege ich, Baltimore, genau. Da würde ich die Baltimore bekommen auf Stufe 8 und ich würde sagen, mit dem Schiff würde ich danach weiterspielen. Besetzt würde ich es mal behaupten. Besetzt spiele ich noch keine Kreuze mehr weiter. Ich warte bis ein bisschen Patch. Danach spielen wir, da kann ich mit euch die Cleveland spielen. Weil die Cleveland habe ich auch schon soweit ja fertig. Ja, halbwegs fertig geskillt. Und fehlt noch leider ein Tarnungsmeister. Ich muss Tarnungsmeister skillen. Dann musst du umskillen. Und ich denke mal, wenn der neue Patch rauskommt, würde ich mit den amerikanischen Kreuzerbomben weiterspielen. Aber bis jetzt würde ich sagen, bleibt die Ulins, spiele ich bis jetzt nicht mehr weiter. Und ich warte, bis der Split kommt. Deswegen ja. Ich würde sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend noch. Und wir sagen das nächste Mal. Und wir sagen alle auf Wiedersehen. Bis nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.